Ja, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Von einem Secret Place. Wir haben uns gestern Abend mit Freunden getroffen. Da gab es was zu essen. Und diesen schönen Platz, da durften wir übernachten. Danke an Anne und Michael, das war ein toller Tipp. Und das Restaurant daneben dran auch sehr zu empfehlen. Zeige ich es nicht so deutlich. Denn ich denke, das ist ein Geheimtipp, wenn da Wohnmobilisten hier kommen, ist hier irgendwann der Deibel los. Kleines Dörflein im Saarland. Was kann ich verraten? Mit zwei Tennisplätzen, mit einem Restaurant. Und ansonsten wunderschön gelegen. Wir haben toll geschlafen, war super. Jetzt haben wir geduscht. Conny bringt den Willi jetzt noch auf Vordermann, macht startklar und dann geht's los. Dein, wo wir gestern schon mal waren. Also Frühstück fällt heute hier im Willi aus. Weil ja, 5 Euro im Globus frühstücken ist ein Preis. Jo. Was machen wir? Dann versorgen wir uns gleich auch noch mit Lebensmitteln und dann geht's weiter Richtung Westen an die Saar und Mosel. Lass uns mal überraschen, wo es uns hinschlägt. Uns gefällt's. Die Sonne geht auf. Also die wir da vorher sagen, letzte Woche, die waren mistig, aber scheint einigermaßen zu halten. Also wir starten gleich durch und nehmen euch natürlich wieder mit. Lasst euch überraschen, ein paar schöne Bilder werden wir euch wahrscheinlich einfangen. Ich denke, wenn das Wetter dort hält Richtung Saar, können wir die Drohne hochlassen. Dann können wir dann noch ein paar schöne Eindrücke gewinnen. Also, kommt mit und bis gleich. So ihr Lieben, jetzt aus dem Willi. Wir waren ja im Globus Park alle frühstücken, gestern auch. Super, alles wunderbar geklappt. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Ich habe hier einen Osterhasen gefunden. Ja. Also für die nächsten beiden Tage können wir uns verpflegen. Danach sind wir wieder bei der Verwandtschaft und dann erwarten wir natürlich das Bier. Spannendes Bierverpflegen hier. sind auch wir durch Saarland jetzt. Das Wetter ist, habe es vorhin schon gesagt, traumhaft besser als gedacht. Sonne scheint, es ist super. Habe ich da klein wenig entschieden. Wir werden das saarländische Highlight anfangen. Wollen wir euch noch zeigen. Wir waren da schon mal, schon zweimal, weiß nicht. Das ist schon öfter. Aber zeigen wir euch auch. Wir fahren da hinten, es sind noch 3-4 Stunden zu fahren. Und dann gucken wir da mal runter. Und bei dem Wetter denke ich, jetzt auch unbedingt die Drohne mal hochzulassen, dass er dann etwas größer überblickt. Ja, also super, es läuft hier. Uns gefällt's. Donny? Ja. Donny sagt ja. Und wir fahren dann mal noch ein paar Meter, machen ein paar Aufnahmen, sofern hier was Schönes noch zu entdecken ist. Und dann schauen wir mal. Ja? Also, freut euch und kommt mit. So, und ihr habt das schon gesehen, immer schön locker bleiben. Der ein oder die andere wird es ja schon ahnen. Wir laufen jetzt durch den Wald an die Kluff. Kluff nennt sich dieser Absatz da oben, wo man runtergucken kann. Und wohin kann man runtergucken? Saarschleife. Na klar, logisch. Da müssen wir jetzt hin, wollen wir euch zeigen. Und bei dem Wetter, damit hatten wir ja gar nicht gerechnet. Stand gar nicht auf dem Plan für diese Tour. Also gehen wir trotzdem hin, weil so schönes Wetter ist. Gleich sind wir unten. Und dann hoffe ich, dass wir gute Blicke erhaschen können mit euch. Ah, ist das schön. Schaut euch das an hier. Sonne, Fresse. Wunderbar. Ah. Ach so, ihr seht ja gar nichts, ihr seht ja gar nichts, ihr seht ja gar nichts. Da, guck mal. Wunderbar. Ich drehe mir die Kamera rum, dann seht ihr das besser.
Ein wenig giesig ist es ja schon, aber ich denke, die Bilder zeigen es schön. Da kommt die Saar aus Richtung Saarbrücken rangelaufen. Und hier schleift sie durch. Zack, 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 zack. Und da geht es hoch weiter Richtung Mittlach und Trier, also in die Mosel rein. Ja, super. Jetzt machen wir noch 3-4 Fotos. Und dann schauen wir mal, ob wir das Fluggerät noch in die Luft kriegen. Die Conny ist auch dabei. Die habe ich nicht vergessen. Nee. Und hinter uns ist der Baumwipfelpfad, da kann man auch hochlaufen und von da oben noch von 3 Meter höher runter gucken. Was heißt 3? 40, 50. Aber da geht kein Aufzug hoch, Conny, ne? Nee. Und den Pfad muss man, glaube ich, auch bezahlen. Genau. Also wir bleiben hier unten und da hoch geht es gleich elektrisch. Nicht so ganz die optimalen Atmosphärenverhältnisse, bisschen diesig, aber ich denke, wir konnten ein paar schöne Bilder liefern und ihr habt einen Eindruck hier von der Saarschleife und wenn ihr mal in der Nähe seid, fahrt hier, es lohnt sich vor allem da unten, da gibt es auch noch so ein kleines Restaurant, da könnt ihr Drehboot fahren und alles, das ist richtig super und wenn ihr Zeit habt und wartet, dann kommt auch noch ein Dampfer oder ein Frachtschiff vorbei. So, jetzt geht es wieder hoch zum Willi, wir müssen zum nächsten Ziel, das liegt dann Mittlach, kurzen Blick raus erhaschen und dann geht es dann weiter zum Übernachtungsplatz. Hoffentlich klappt der. Ja. Oh, weia, Conny, jetzt müssen wir da wieder hoch. Kein Rolltreppe, kein Fahrstuhl. Da. Ja, da oben vom Berg sind wir jetzt wieder runtergekommen und wir sind in Mittlach. Ich hoffe, man erkennt da hinten die alten Gebäude ein wenig, das ist Hüller und Boch. Da wird das ganze Geschirr und alles gemacht und Fliesen, glaube ich, auch. Ich glaube, hier machen die nur Geschirr, Fliesen machen sie auf der anderen Seite. Nee, doch, halt, hier ist auch ein Fliesenwerk, ja, genau. Also Porzellan und Keramikfliesen. Hinter mir die Saar und ist eigentlich so ein bisschen Moment der Reise in meine Jugendphasen. Da war ja die Saar noch nicht für ein Schifffahrt ausgebaut. Da war das noch relativ schmal, steinig, konntest du runtergehen. Und hier genau an der Stelle, wo jetzt immer noch Bootsanlege oder Einsitzstellen für Kajaks ist, haben wir unsere Kajaks in die Saar gesetzt und sind dann diese Richtung runtergepaddelt oder haben uns treiben lassen. Bei ähnlich schönem Wetter, da hatte die Saar noch richtig Strömung, da waren keine Schleusen, da ging das hier noch durch. Da war an das nicht zu denken, da war noch die Rede von einem Saar-Pfalz-Kanal. Also das sollte da über Kaiserslautern in den Rhein laufen. Weiß nicht, wie viele Milliarden das gekostet hätte. Irgendwann haben sie die Saar dann hier ausgebaut, kanalisiert und dann das auch gerutscht.
Jo, und wir fahren jetzt eigentlich genau dorthin, wo wir unsere erste Station mit den Kajaks immer hatten und gezeltet hatten und am nächsten Tag weiter sind. Also ich weiß nicht, wie es dort aussieht. Mach mich mal auf den Weg. Also es geht hier ein bisschen Klaus Spuren Jugend. Bin selber mal gespannt. Kommt einfach mit. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. Black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. Es sieht so aus, als ob wir angekommen wären. Conny zeigt sich überaus zufrieden mit dem Platz hier, mein Conny. Ja. Es sind auch sehr schön. Ja. Cool. Steht hier mit dem Billy. Das Geile ist, hier ist noch eine Bank. Da können wir es gleich noch hinsetzen. Wegen Pflichtveranstaltung. Ja. Das ist die Conny und freut sich. Und die sah. Und die sah und die sah und ganz viel Wasser und so eine Fresse. Leute, es ist Februar. Wir haben hier Plätzchen erwischt, direkt an der Saar, also ein Parkplatz. Verbotsschilder sind hier keine. Ich nehme an, man sollte aber kein Campingverhalten zeigen. Wissen wir aber auch nicht, weil hier ist eine Banke. Ja. Und an der Banke sitzen wir jetzt und halt den Pflichtteil, ja, das ist Zielbier. Prost. Zielbier. Wohlsein ist das schön. Ah. Jetzt geht die Sonne wieder weg. Die Wolke wieder weg vor der Sonne. Mhm. Ja, da ist so ein Kunstwerk. Keine Ahnung was. Saarradweg, gut. Da wird im Sommer wahrscheinlich der Deibel los sein. Ja. Traumhaft. Da hinten ist der Ort Biebelhausen. Also, wer sich auskennt in der Biebel, darf da hin. Wir nicht, wir mussten davor stehen. Nein, Quatsch. Hab ja da oben schon in der letzten Szene, wie wir in Mettlach waren, erzählt, dass wir hier oft Kajak gefahren sind. Und das hier war die Stelle, wo dann Übernachtung anstand. Ja, sind wir dann raus mit den Kajaks, also ein bisschen weiter am Ortsanfang. Da ist eine Kneipe, weil ohne Kneipe kann man auch kein Kajak fahren. Und dann sind wir hier, haben übernachtet und sind am nächsten Tag dann weitergefahren. Ja, schön ist es. Ja. Wir müssen hier unsere Thüringer Leberwurst ja noch verzehren. Ja, vor zwei Tagen, nee, drei Tagen schon gekauft haben. Schon ja. Es ist wohl ein recht kühles, so 9 bis 10 Grad. Geht auch Wind. Aber in der Sonne ist das schön. Jo. Uns gefällt es hier. Es gibt hier was zu essen. Eine Feschbach, gekocht wird heute Abend. Dann ziehen wir weiter. Unten läuft Zeitraffer mit der anderen Kamera. Hofft, der wird was. Kann ich dann auch gleich anschließend einblenden, während wir hier am Kauen sind. Ah, ist das schön. Conny, wie schmeckt denn die Wurst? Gut. Ja? War gut gekauft. Ja. Probier auch mal. Allzeit. Hm. Ja. Die Pfälzer Leberwurst hätte etwas mehr Pfeffer dran, aber wenn gut, die sehr gut. Gut gewürzt, einwandfrei. Mhm. Wir essen alleine weiter. Ihr könnt euch dazwischen bei euch was auf den Kühlschrank nehmen. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder.
noch uns beim Essen zu. Alter, unglaublich. Wenn die gucken immer noch. Ja. Hm. Irgendwann kriegen sie Hunger, dann gehen sie auf. Ich sag holen. Ach tja, der bequeme Weg geht ja gar nicht. Wollt ihr mit der Drohne darüber an das Wehr fliegen? Hier ist Warnzone. Da kann mich zwar drüber hinwegsetzen, aber machen wir nicht. Das sieht aber schön aus. Man muss ja nicht alles machen, was dann zur Not denn auch mal geht. Ja, dann laufen wir halt darüber an das Wehr. Und ja, wenn wir dort in der Nähe sind, erkläre ich noch ein bisschen was. Sofern ich das erklären kann, was wir dort sehen. Das ist ja schön. Ich versuche das mal so ein klein wenig jetzt von hier aus schon zusammenzukriegen. Weil hier an dem Ort, so einen Kilometer weiter rechts, war ich vor etwa 50 Jahren ein paar Mal gewesen. Mit den Kajaks sind wir hier immer lang gefahren. Und da war die Saar, habe ich auch vorhin schon mal erklärt, noch nicht kanalisiert. Jetzt ist sie. Die Saar selber fließt. Da hinten sieht ihr so eine Wehrmauer. Da fließt die eigentlich original nach rechts um den Berg drumherum. Und da hinten die Kurve anscheinend für die Schiffe kaum zu fahren ist, also da oben die Kurve, haben die sich hier an den Berg durchgebuddelt. Da geht also die Saar-Wasserstraße jetzt vorbei und da hinten ist die Schleuse, da wird sie aufgestaut und da geht sie nach rauf und runter. Und deswegen ist hier so ein Sperrberg gebaut worden, damit die ihren alten Weg nicht einfach mit freier Fahrt durchnimmt und die Schiffe fahren können. Hier sieht man es noch mal ein bisschen besser, wie es da rüber geht. Da ist das Stauwehr zu sehen, mittig im Bild. Und hier links unter der Brücke durch geht dann der neue Saarkanal. Und da oben gibt es Wein, den Saarwein. Und zu dem Saarwein muss man ja mal sagen, wir sind in Rheinland-Pfalz. Der Saarwein kommt gar nicht aus dem Saarland, sondern wird nur an der Saar angebaut. Allerdings auch dazu zu bemerken, es gibt im Saarland natürlich auch ein kleines Weinanbaugebiet. Aber das liegt wiederum an der Mosel, nämlich direkt gegenüber von Luxemburg und Frankreich, an dem kleinen Stück Mosel, wo die Saarland dran geht. Dann zeige ich euch hier kurz auch nochmal, wie so ein Wasserwegeausbau nicht nur die Landschaft, auch die Ortschaften verändert. Ihr seht hier die aufgestaute Saar und ich kenne das noch. Da konnte man von dort aus auf die Saar runtergucken. Hier ist so gut 5-6 Meter angestaut und die Leute da hinten sehen den Fluss nicht mehr, den sie vor ein paar Jahren noch gesehen haben. Every day is a struggle, every day is a trial, every day is a failure, I have to walk another mile, I'll go, wherever you go, every day is a heartbeat, every day another moan, every day is a gallows, I can feel it in the bone, I'm alone, take me home. As you make the bed, so you must lie. Days a rabbit trap and a walk of the lamb. Und zischt's und dampft's.
gebackener Kasseler, gebackener Leoner, überbacken mit Emmentaler. Das wird ein Festmahl heute Abend, Leute. Oh, ja.